So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Tropico. Wir sind hier dabei, ja, unser zweites Stammbein ohne Tsunamis aufzubauen hier oben und unsere Konservenfabrik fertigzustellen, um unsere Bevölkerung. Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt, dass die Menschen. Ja. Solltest du es mir nicht mehr vorsagen? Ne, wir müssen die Nahrungsvielfalt verbessern. Kleiner Laden. Ein kleiner Laden würde das Ganze verbessern. Und die kleinen Läden, die gehen ja, glaube ich, relativ gut, oder? Und wenn wir uns das so anschauen, Highschool, dann bauen wir einfach noch ein paar kleine Läden. Jo, hier. Weil Supermärkte und so, die kann ich noch nicht bauen, aber die kommen noch. Hier unten irgendwo vielleicht? Nee. Nein. Mag nicht. Oh. Hier passt auch ein kleiner Laden hin. Ja, ich habe irgendwie den Überblick verloren, wo jetzt was ich. Ich weiß nur, dass wir hier eine Riesensiedlung haben an Leuten, die wahrscheinlich alle irgendwie mit Nahrung versorgt werden wollen, was ich natürlich durchaus verstehen kann. Und die Ich Gebäude. grüße Sie. Ja, ebenso. Und die Gebäude sind eigentlich fast nahezu voll mittlerweile. Macht aber gar nichts. Und was wir hier auffällt, uns fehlt eine Kirche. Eine Kirche. Weil das. Ne, das ist ein Villen. Uns fehlt hier eine Kirche. Also ich setze wir hier ein. Weil der Glauben spielt eine große Rolle. Denn Glauben heißt nichts wissen und nichts wissen ist auf dieser Insel sehr Präsidente, verbreitet. wir haben herausgefunden, wie wir die Überlebenschancen unserer besten Soldaten erhöhen können. Wir müssen lediglich die unfähigsten und nutzlosesten Kämpfer in Paradeuniformen stecken und sie in der ersten Schlachtreihe positionieren. Es ist verblüffend, wie gut das funktioniert. Managerfähigkeiten. Irgendwie mache ich zu wenig Manager-Zeugs. Weil ich eigentlich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Aha. Aber ich glaube, die wichtigsten haben einen Manager. Nein, haben keinen Manager. Haben wir auch keinen. Ah, hier ist einer drin. Hier ist keiner drin. Da haben wir einen Aufseher, den stellen wir ein. Dann haben wir noch eine Zigarrenfabrik. Da ist auch noch kein Manager drin. Unsere tapferen Männer sind siegreich aus der Schlacht zurückgekehrt. Die Alliierten sind damit äußerst zufrieden und betrachten unsere Jungs als echte Helden. Wacker geschlagen, mein Freund. Die arroganten Bastarde sind sehr zufrieden. 7% mehr verdienen an den Exporten. Das ist natürlich gut. Da müssen wir uns dann auch noch was überlegen. Mit den Achsenmächten natürlich. Die Geldbewegung hat zugenommen. Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Wir holen uns Leute mit Highschool-Abschluss.
Ja, läuft doch. Die Mini-Aufgaben hier an der Seite, die werden eigentlich sehr gut abgearbeitet. Und unsere Konservenfabrik ist auch online gegangen. Da brauchen wir Leute, die einen Highschool-Abschluss haben. Die Frage ist Obdachlose. Wohnraum. 37 Obdachlose. Gut, da geht gar nichts. Die Gebäude, die werden gerade auch nicht voll. Und die Mietskasernen, die füllen sich eigentlich relativ gut. Habe keine Ahnung, wie ich die alle in ein Haus reinquetschen kann. Und die Nahrungszufriedenheit geht nach unten. Spricht jetzt nicht für mich. Ich hoffe, dass es mit den Konserven nach oben geht dann. Ob wir vielleicht auch Konserven für unsere Bevölkerung bauen können. Und da könnten wir auch gleich einen Manager einstellen. Umweltschützer. Das wäre natürlich, also den da einsetzen. Ein Umweltschützer in das Kraftwerk. Jawohl. Was haben wir hier? Ein Erfinder. Wo ist denn unsere Bibliothek? Da ist unsere Bibliothek. Da könnten wir den Erfinder reinsetzen. Aha. Dann haben wir aber auch hier noch das Observatorium. Wohnqualität wird gesteigert. Das könnten wir hier vielleicht. Haus wird. Grüner Daumen. Zustimmung für das Regime. Ich weiß nicht. Kann ich da auch einen Manager einsetzen? Nee. Ich brauche also ein Gebäude, wo viele Leute arbeiten. Das ist eigentlich hier, oder? Das arbeiten richtig viele. Und dann kann ich. Da. Zustimmung der Arbeiter für das Regime um 1. Den einstellen, weil dann. Sind mir die alle gut gesonnen? Wie viel Manager habe ich denn, hey? Verschönert die Gegend, ja, bitte. Verschönert die Gegend. Ein Haus wird. Wohngebäuden, ah. Ja, bitte. Haus wird. So. Nochmal auch ein Haus wird. Wie viele Managers kann ich denn da einsetzen? Taktiker. Ne, machen wir auch einen Hauswirt. Keine Ahnung. Wir gucken mal ins Gefängnis. Ist das jetzt schon. Was? Da geht ja gar nichts weiter. Da ist eh schon wieder einer. Wer bist denn du? Zustimmung 38, Rebell. Verhaften. Zack. Er mag mich ja überhaupt nicht. Geht ja gar nicht. So, verbraucht werden, erzeugt, okay, Gesamtverbrauch, verfügbarer Strom 200, was? Achso, 240.
Die Konservenfabrik funktioniert einwandfrei. Und unsere Nahrungszufriedenheit ist gestiegen. Liebe Damen und Herren, 71% Zufriedenheit. Wir steigern uns zur absoluten Ikone. Ist das nicht schön? Na, wenn die nächste Welle kommt, sieht es ganz anders aus. Und es gibt keine perfekte Welle. Das weiß ich auch. Und hier hinten... Wir haben eine besonders wirksame Massenvernichtungswaffe entwickelt. Zahlenkolonnen. Wer sich nicht damit auskennt, wird auf ewig darin verstrickt, ohne Hoffnung auf Rettung. Der internationale Gerichtshof in Den Haag steht allerdings kurz davor, sie wegen besonderer Grausamkeit zu ächten. Ja. Jetzt haben wir die erste Massenvernichtungswaffe auch schon auf den Markt gebracht. Ich muss sie nur noch finden. Hier ist sie. Sobald ich die aufstelle, geht's bergab mit Tropico. Aber es macht ja nichts. Hauptsache, das Geld ist voll. Was könnten wir ins Nobelviertel auch gleich mal hochstellen? Hochschalten. Aber ich glaube, die Forschung ist schon, man merkt, es wird mehr. Sollen wir noch eine Universität bauen? Nee. Eine Inquisitation? Irgendwie? Das könnten wir auch noch irgendwo hinsetzen. Die Frage ist, wohin? Bauen wir mal dahin. Ich möchte natürlich schon wissen, was bei uns so vor sich geht. Ja, Wohnungszufriedenheit haben wir geschafft. Sehr schön. Wollen wir nur noch die Nahrung? Das bekommen wir auch noch hin. So, da werden wir jetzt im Bündnis eingehen. Die Alliierten gehen aufs Ganze und rücken mit ihren Streitkräften gewaltig vor. Sie versicherten mir, dass noch zu unseren Lebzeiten Frieden herrschen wird. So. Und wir werden angegriffen. Da kommen Panzer und da laufen die Leute herum. Aber unsere Leute sind ja eh schon unterwegs und wir haben, glaube ich, genügend Militärmächte, Militärsachen, damit wir die zurückschlagen. Nur die da oben sind, die brauchen halt ewig, bis dass sie runterkommen. Und hier geht's richtig zur Sache. Oder? Nee, das verlieren wir sogar. Ne, hier kommen auch noch welche. Bekommen wir eigentlich Unterstützung von unseren Bündnispartnern? Schicken Verstärkung bei einer Invasion, ja. Und wo ist die? Oh, ich glaube, ich habe gerade das Spiel kaputt gemacht.
Es wird auch noch gespeichert. Das ist unsere letzte Streitmacht, die was hier ist. Die Revolution an sich ist schon Belohnung genug. Doch wir pflücken auch gerne ihre Früchte. Zwei leere Mietskasernen würde ich gerne bauen, danke. Zur Belohnung. Kasernen. Kacke, hey. Nochmal. Danke. Dann bauen wir halt da hinten ein bisschen Militärbasis technisch was aus. Wir können auch gerne noch eine Militärbasis bauen. Ich weiß aber nicht, ob sich das ausgeht von der Bevölkerung her. Aber das sieht mächtig schlecht aus hier. Da kommen noch welche. Aha. Aber wir haben sie. Wir haben sie zurückgeschlagen. Ich bin begeistert. Ja, ich wusste ja immer schon, dass wir eine Militärmacht sind. Es war halt nur niemandem bekannt. An unsere tapferen Jungs, die den Gegner vertrieben haben. Viva Tropico! Viva el Presidente! An alle Jungs, die an Bord ihrer Schiffe zurück in ihr Heimatland unterwegs sind. Schade, ich hätte gedacht, wir würden uns besser kennenlernen. Doch euer Besuch war so kurz und ihr hattet so viel damit zu tun, einen aufs Maul zu bekommen. Ja. Das ist natürlich richtig. Aber es sind auch sehr viele Tropikaner draufgegangen. Macht aber nichts. Wir haben eine Beliebtheit von 81%. Jojo. Das hört sich gut an. Das fühlt sich gut an. Aber ich dachte anfangs wirklich, wir verlieren den Krieg. Und dann kommen irgendwo von links und von rechts noch Leute von uns dazu. War schon echt krass. Auf jeden Fall war es das von dieser Folge. Gucken wir noch ganz kurz. Jawohl, jawohl. Wir sehen uns in der nächsten. Ciao.